Okay. Willkommen zur Diskussion über automatische Gesichtserkennung. Braucht es ein nationales Verbot? Wir diskutieren diese Frage aus unterschiedlichen Perspektiven heute, und zwar aus der Perspektive des Rechts, der Politik und der Zivilgesellschaft. Und dieses Podium oder Diskussion ist organisiert von der Koalition gegen automatische Gesichtserkennung, von Algorithmwatch Schweiz, Digitale Gesellschaft und Amnesty International. Ich möchte kurz zuerst unsere Gäste vorstellen. Ich beginne mit Nationalrätin Mariona Schlatter, die seit 2019 für die Grünen im Nationalrat ist, für Zürich. Sie hat sich spezialisiert unter anderem auf Sicherheitspolitik, Grundrechte im Sicherheitsbereich, ist beispielsweise in der Sicherheitspolitischen Kommission des Nationalrates, das heißt der Kommission, die auch für das Thema relevant ist. Dann Monika Simmler, Professorin für Strafrecht und Kriminologie an der Uni St. Gallen mit einem Forschungsschwerpunkt KI im Strafverfahren und in der Polizeiarbeit, also auch ganz relevant für das Thema heute. Und nebenbei auch noch für die SP im Kantonsrat. Und schließlich Estelle Panatier, Policy Advocacy Managerin bei Algorithmwatch Schweiz und mit mir zusammen auch in dieser Kampagne. Ich selber bin Patrick Walder von Amnesty International. Gut, die Kampagne Gesichtserkennung stoppen, die wir eigentlich vor 3 Jahren genauso am Winterkongress an einem Podium quasi diskutiert und mehr oder weniger lanciert haben, hat in der Zwischenzeit zu einigen Erfolgen geführt. Und auch auf europäischer Ebene wird im Rahmen des AI Act ein Verbot verhandelt. Wie soll es jetzt weitergehen? Nach quasi 3 Jahren sollen wir jetzt ein Verbot auf nationaler Ebene fordern? Oder riskieren wir damit, dass wir eine gesetzliche Grundlage schaffen, die diese Überwachung überhaupt erst ermöglicht? Das ist so die Frage, der wir uns heute stellen wollen. Das Thema ist leider immer wieder aktuell. Gerade diese Woche, haben Sie vielleicht gesehen, gab es Berichte über diese RAF-Frau, die verhaftet wurde in Berlin. Die wurde von Journalistinnen identifiziert mit einem Gesichtserkennungstool. Altes Fahndungsfoto eingespiesen ins Netz hat zu Hits geführt. Das ist wieder eine andere Anwendung. Es gibt ständig neue Anwendungen dieser Technologie, die uns bedrohen. Ich möchte einsteigen mit einer kurzen Frage an alle drei. Warum lehnt ihr die automatische Gesichtserkennung im öffentlichen Raum ab und wo seht ihr die Gefahren dafür? Monika. Ja, guten Tag auch von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung. Ich glaube, das Gute jetzt an diesem Publikum hier ist, dass man nicht ganz grundsätzlich erklären muss, was diese Technologie auch für Risiken mit sich bringt. Und trotzdem vielleicht gerade dieses Beispiel diese Woche, wo jetzt in den Medien eigentlich sehr positiv über Gesichtserkennung oder ein großer Durchbruch, große eigentlich Fortschritte dank dieser Technologie, ist es doch immer wichtig, auch entgegenzuhalten, dass gerade diese Technologie, die jetzt diese Festnahme ermöglicht hat, halt auch ermöglicht, dass grundsätzlich alle Privatpersonen mit irgendwelchen Bildern im Internet auch noch Jahre zurückliegend jederzeit irgendwie festgestellt werden kann, wo sie sind, was sie gemacht haben. Ich denke doch, der Eingriff in die Privatsphäre, welcher diese Technologie mit sich bringt, ist schon enorm. Also das Missbrauchsrisiko in den falschen Händen ist einfach so groß, dass wir bei der Abwägung, was können wir für die Sicherheit gewinnen, was können wir für die Freiheit verlieren, doch meines Erachtens zu einer klaren Auffassung gelangen müssen. Die Risiken sind zu groß, gerade im öffentlichen Raum. Und deshalb ist das meines Erachtens in dieser Form sicher abzulehnen. Danke vielmals.
Ja, hallo von meiner Seite auch noch. Ich stimme eigentlich ziemlich zu. Ich glaube, wenn diese Systeme im öffentlichen zugänglichen Raum eingesetzt werden, kann das wirklich auch zu einer Massenüberwachung führen. Wenn wir wissen, dass wir oder wenn wir denken schon mal, dass wir eigentlich überwacht sind, dann werden wir uns nicht mehr gleich in der gleichen Art unterhalten oder in Orten gehen im öffentlichen Raum. Und ich glaube, das ist dann wirklich auch etwas großen Auswirkungen auf unsere Grundrechte, zum Beispiel die Versammlungsfreiheit. Und neben das muss man aber auch nicht vergessen, die großen auch Diskriminierungsrisiken von solchen Systemen. Vielen Dank, Mariona. Vielen Dank. Ja, ich freue mich auch sehr, hier zu sein und diese wichtige Frage mit Ihnen zu diskutieren, mit euch zu diskutieren. Für mich ist es klar, es gibt einen verfassungsmäßigen Schutz der persönlichen Freiheit. Da gehört auch die Bewegungsfreiheit dazu, da gehört auch die Versammlungsfreiheit dazu. Und diese Freiheiten, diese persönlichen Freiheiten sind dadurch bedroht, indem dass wir diese Grundrechte immer weiter einschränken. Und vielleicht noch einen Satz dazu. Seit ich im Parlament bin und auch vorher, geht es in dieser Beziehung, im Beziehung Schutz der Grundrechte, eigentlich nur in eine Richtung, nämlich in ein Einschränken der Grundrechte, in ein Einschränken der persönlichen Freiheit. Und das ist eine Entwicklung, die mir Sorgen macht. Ja, vielen Dank. Also man sieht, wir sind uns einig in der Frage, das ist ja erfreulich, dass wir ein Verbot fordern dieser Technologie. Estelle, wie war das denn bisher? Wir haben eine Kampagne geführt. Zu welchen Resultaten hat diese Kampagne bisher geführt? Genau, Patrick, du hast es vorher gesagt. Eigentlich hat es ziemlich hier auch gestartet, in 2021, hier am Winterkongress. Wir haben dieses Bündnis aufgesetzt mit dem Ziel, hinter das Motto Gesichtserkennung stoppen, ein Verbot von biometrischen Erkennungssystemen zu Identifizierungszwecken im öffentlichen zugänglichen Raum. Also da muss man auch schon sagen, es geht nicht um alle biometrischen Erkennungssysteme ging es damals nicht, sondern wirklich um diese Identifizierung. Also zum Beispiel, wenn ihr ein Gesichtsauthentifizierung braucht, um euren Handy zu entsperren, das würde da nicht fällen. Also es geht wirklich um, wenn man eine Person mit einer Datenbank dann wirklich identifizieren kann. Und was wir dann gemacht haben, ist, wir haben eine Petition lanciert, die über 10.000 Unterschriften bekommen hat, die wir dann an große Städten von der Schweiz übergegeben haben. Und als Folge gab es eigentlich in unterschiedlichen Städten und Kantone Vorstöße und einige Kantone und Städte haben bereits ein Verbot entschieden von Gesichtserkennung im öffentlichen Raum. Zum Beispiel die Stadt Lausanne, die Stadt Zürich, der Kanton Basel-Land. Und eigentlich ist es auch noch sehr aktuell, weil der Kanton Zürich bespricht auch eine Motion am Montag im Kantonsrat zu dem Thema. Vielen Dank. Also die Idee war quasi, das Verbot zuerst mal in Städten umzusetzen. Ich nehme an, weil das eine tiefhängende Frucht war, wo man wusste, gewisse Städte sind dieser Frage uns gegenüber vielleicht freundlich gestimmt. Oder dann Kantone wie Basel-Stadt, glaube ich, hat das Kanton das auch verboten. Das war so die erste Etappe. Dann vielleicht ein zweites Resultat, möchte ich gerne Mariona befragen. Wir haben es geschafft letztes Jahr, oder Digitale Gesellschaft hat eine Frage in diese Smart Vote Umfrage vor den Wahlen eingespiesen. Dort wurden die Kandidierenden für die National- und Ständeratswahlen alle gefragt, was sie von der Gesichtserkennung, automatischen Gesichtserkennung im öffentlichen Raum halten. Und das erstaunliche und erfreuliche Resultat war, dass 80% der Kandidatinnen fürs Parlament lehnen diese Überwachung ab. Und wir haben gesagt, super, jetzt gehen wir auf die nationale Ebene und fordern ein Verbot, weil es sind ja alle mit uns. Und wie schätzt du das ein, Mariona? Du bist im neuen Parlament. Wie siehst du diese Umfrage, das Resultat? Wie schätzt du das Parlament wirklich ein in dieser Frage? Ja, vielen Dank. Also es hat ein bisschen eine Vorgeschichte, die hat ja schon letzte Legislatur angefangen, und zwar haben wir in der Sicherheitspolitischen Kommission dieses Thema traktandiert und wir haben das auch aufgrund dieses TA Swiss Berichtes, dieses Technologieabfolge, Technologie
Folgeabschätzungsberichts eigentlich aufgenommen und das Thema andiskutiert. Und im Rahmen von dieser Diskussion habe ich dann auch den Vorschlag eingebracht, dieses Verbot oder diese gesetzlichen Grundlagen anzupassen. Es gab dann eine Diskussion, ich kann nicht allzu viel sagen zur Diskussion aus der Kommission, aber ich darf euch das Resultat sagen. Ich habe es nochmals rausgesucht. Es waren 9 Personen für das Verbot, 13 Personen dagegen und es gab 2 Enthaltungen. Es war also, das heißt, relativ knapp, muss man sagen. Und die Diskussion war eigentlich entlang der Linien. Grundsätzlich ist man schon gegen Gesichtserkennung, oder? So Private sollen das überhaupt nicht machen sollen, dürfen. Aber wenn dann die Polizei zur Sicherheit das bräuchte, dann darf man ihr das nicht verbieten. Und die Diskussion ging auch entlang der Linie, der rechtlichen Linie, da kommen wir sicher nachher auch darauf. Also die Frage, was darf man denn heute überhaupt? Und die Sorge auch von den Behörden, von FEDPOL auch, dass man hier etwas verbieten würde, dass eben in einer Grauzone ist rechtlich, dass sie schon machen oder wo sie schon quasi daran sind, das vorzubereiten. Und sie verfolgten dann schon eher die Linie von Seiten der Behörden, ja, man darf ja gar nicht. Aber da wir ja wissen, dass sie es eben schon tun, ist das so eine Linie, die wir ein bisschen hinterfragen müssen. Okay, also eher komplizierte Diskussion. Wir kommen kurz von der Schweiz nach Europa oder in die EU. Estelle, ein Verbot wird dort verhandelt oder ist jetzt eigentlich verabschiedet worden, der automatischen Gesichtserkennung. Wie erfolgreich war dieses Projekt? Wir hatten große Hoffnungen darin eingesetzt. Wir waren auch auf europäischer Ebene aktiv oder Organisationen von uns, um dieses Verbot dort durchzusetzen. Was ist das Resultat? Ja, also in der KI-Verordnung der EU gibt es einen Unterschied zwischen Echtzeit-Gesichtserkennung und nachträgliche Gesichtserkennung. Und bei der Echtzeit ist es grundsätzlich verboten, aber mit eigentlich ziemlich vielen Ausnahmen trotzdem. Zum Beispiel die Ausnahmen sind die Suche von bestimmten Opfern von schwerer Straftaten, die Abwehr von erheblicher und unmittelbarer Bedrohungen und die Identifizierung von Verdächtigen schweren Straftaten. Rechtlichen Ermittlungen. Und das Gleiche ist auch etwa für nachträgliche, wo es auch für bestimmte Straftaten oder wenn es genug schlimm ist, eigentlich erlaubt ist, Verdächtigen zu suchen, auch nachträglich. Und was wir eigentlich da sehen, ist, ja, eigentlich ist es gut, es gibt so ein Verbot. Die europäischen Staaten müssen dann auch wirklich gesetzliche Grundlagen schaffen, wenn sie diese Technologien einsetzen möchten. Aber gleichzeitig hat man eine Art von Legitimation von auch Technologien, die eigentlich noch gar nicht oder Anwendungen, die eigentlich noch nicht eingesetzt werden, die durch den AI-Act jetzt legitimiert werden. Okay, also wir haben ein Verbot erreicht, löchrig wie ein Schweizer Käse, könnte man sagen. Monika Simmler, wie siehst du das? Du hast eher die Position im Prinzip vielleicht gar nicht nötig, dass wir das jetzt fordern? Ja, also eure Kampagne finde ich natürlich insofern richtig, weil es richtig ist, darüber zu diskutieren. Aber ich habe schon juristisch und natürlich dann auch politisch Fragezeichen. Einerseits juristisch, oder wenn der Staat uns biometrisch vermessen und überwachen will, dann muss der Staat um Erlaubnis bitten und nicht wir müssen ein Verbot fordern. Also eigentlich läuft die Debatte jetzt wie umgekehrt. Wenn Grundrechtseingriffe vorgesehen werden sollen durch Gesichtserkennung, hätte das Bundesparlament eine gesetzliche Grundlage schaffen müssen und irgendjemand hätte fordern müssen, wir wollen jetzt Gesichtserkennung einsetzen und dann wären wir einfach die Opposition gewesen. Jetzt ist es ein bisschen umgedreht, jetzt wird ein bisschen der Eindruck erweckt, man dürfe das heute und wir müssen jetzt fordern, es zu verbieten und so sind wir schon ein bisschen in der Defensive und das ist meines Erachtens eigentlich, also ich verstehe die Kampagnenlogik, aber juristisch eigentlich falsch. Es gibt nirgends im Schweizer Recht eine Grundlage,
uns weder Echtzeit noch nachträglich biometrisch zu vermessen. Wenn da von grau, juristischen Graubereichen, dann sind sie also sehr, sehr grau. Also man muss schon sehr viel Fantasie haben, um zum Beispiel in die Strafprozessordnung noch irgendwo etwas von einem biometrischen Abgleich reinzulesen. Und deshalb bin ich immer nüchtern aufgetreten und habe gesagt, ja, es ist einfach heute unrechtmäßig und wenn ihr das einsetzen wollt, können wir darüber diskutieren. Aber wie nicht umgekehrt, ich fordere ein Verbot. Und dann macht mir aber schon diese Debatte natürlich, wenn wir jetzt gerade nach Europa schauen, ein bisschen Sorgen. Also die politischen Realitäten werden nicht ein absolutes Verbot sein, sondern wenn wir jetzt ein Gesetzgebungsprojekt starten, ist die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt erst Erlaubnisnormen geschaffen werden, doch relativ groß. Also die Ausnahmen eben, die sind enorm. Also ich glaube, jetzt kommen Mitgliedstaaten der EU überhaupt erst auf die Idee, ah, wenn wir das ja dürfen, dann können wir ja jetzt noch Rechtsgrundlagen machen, ist doch toll. Und da bin ich deshalb irgendwie so, vielleicht machen wir auch einfach mal ein bisschen nichts. Und dann sollen doch die fordern, die das wollen. Und wir können ja einfach uns mal zurücklehnen. Aber dann haben wir das Problem, dass die Graubereiche, die werden halt schon sehr ausgereizt. Und da müsste man schon, man bräuchte jetzt sehr motivierte Strafverteidigerinnen und Strafverteidiger, die wirklich nach Fällen suchen, die sie mal bis vor Bundesgericht bringen können. Aber das ist nicht so einfach, weil man ja zuerst wissen muss, dass die Behörden es angewendet haben. Und das ist nicht so einfach. Deshalb werden wir nicht um die politische Debatte herumkommen in Bern. Aber kurz gesagt, du sagst, wenn Sie das einsetzen wollen, dann müssen Sie eine gesetzliche Grundlage schaffen, die heute nicht existiert. Und deswegen ist das Risiko im Moment nicht so wahnsinnig groß, mal abgesehen von den Graubereichen. Nun haben wir gesehen in der Vergangenheit, dass gerade im Bereich der Überwachung immer wieder Sachen gemacht wurden, zum Beispiel Kanton Zürich, Staatstrojaner eingekauft und eingesetzt und dann die gesetzliche Grundlage dafür später geschaffen, weil man gemerkt hat, oh, vielleicht auch nicht ganz so korrekt. Oder bei der Kabelaufklärung, Vorratsdatenspeicherung und so weiter. Also da haben wir eine relativ lange Geschichte, die wir im Parlament auch zum Teil gemeinsam ausgefochten haben. Mariona, wie siehst du das? Was erwartet dich nächstens im Parlament? Glaubst du, wir sind zuerst auf der Matte, quasi Estelle, ich und die Kampagne? Oder kommt die FEDPOL zuerst und sagt, wir brauchen das jetzt und machen das so und so? Wie wird das laufen? Ja, also erstens glaube ich, dass diese Entscheide des Bundesgerichtes, also die Fälle, die jetzt aufgetaucht sind, nur die Spitze des Eisberges sind. Also dass ganz viele Polizeien schon solche Tools im Einsatz haben. Und darum glaube ich, dass wir uns eigentlich in der Situation befinden, dass es quasi schon eine schleichende Einführung ist. Und wir haben das gesehen beispielsweise bei der Debatte um das DNA-Profilgesetz oder auch das Zollgesetz, das nächste Woche kommt. Es heißt dann oft, ja, aber das machen wir ja schon. Aber die Fingerabdrücke nehmen wir doch hier schon. Also dann kann man doch das nicht verbieten. Und es wird nie Mehrheiten geben im Parlament, um der Polizei etwas wegzunehmen, das sie schon hat. Und darum, ja, ich kann das nachvollziehen, oder dass man sagt, es ist auch ein sehr großes Risiko, das aufzumachen, weil man heute, wenn man die Position vertritt, dass es heute quasi verfassungsmäßig eigentlich gut geschützt ist. Aber ich habe das Gefühl, der Regulator hinkt der technologischen Entwicklung immer hinten rein. Also wir sind immer und wir schauen nie voraus und schauen, was ist eben zum Wohle des Menschen. Wir haben das vorher gerade gehört. Wie regulieren wir zum Wohle des Menschen? Und darum habe ich das Gefühl, dass dieser Weg jetzt quasi einfach wegzuschauen und zu schauen, wie sich das schleichend einführt, das ist auch ein gewisses Risiko. Auch wenn der andere Weg natürlich auch ein Risiko ist, weil wir nicht wissen, wie wir das mit den Mehrheiten im Parlament haben. Aber ganz klar ist für mich, dass die Zivilgesellschaft einen großen Druck ausüben muss. Also wir werden das nicht im Parlament selber lösen können. Also es braucht eine Kampagne oder es braucht öffentlichen Druck, damit im Parlament die richtigen Entscheidungen dann vielleicht getroffen werden oder teilweise getroffen werden. Vielleicht gehen wir auf diese Schattenwelt ein bisschen ein jetzt. Das wurde schon zweimal angesprochen, dass eben verschiedene Systeme bereits im Einsatz sind. Auch du hast es gesagt.
beispielsweise im Einsatz der Polizei. Ich glaube, es sind mindestens 4 Kantone, die solche Systeme, also die Gesichtserkennung bereits einsetzen. Weitere planen es. Wir wissen es von der FEDPOL. Sie sagen immer, das ist aber keine Echtzeitüberwachung. Keine Sorgen, das ist ein nachträglicher Abgleich. Wir haben das, Videoaufnahmen eines Überfalls und wir nehmen dieses Bild und gleichen das dann später ab mit den Aufnahmen in unserer quasi Database, also ihren eigenen Fotosammlungen. Wie schätzt ihr das denn ein? Ist das völlig okay und rechtlich unproblematisch, einfach weil es 2 Stunden später stattfindet? Und wie viel später müsste, also ab wie viel Zeit muss vergehen, bis das rechtlich zulässig ist? Wie seht ihr das beide? Monika, du darfst gerne anfangen. Ja, also es ist natürlich Unsinn, auch jetzt, wir haben vor kurzem gesprochen, dass jetzt ja auch die neue Haltung des FEDPOL ist, ja, es ist ja nur Gesichtsbildabgleich und dass da einfach terminologische Unterschiede geschaffen werden, um auch ein bisschen zu verschleiern, um was es geht. Natürlich ist Echtzeitüberwachung noch ein massiverer Grundrechtseingriff, zweifellos, weil es einfach dieses Live-Element einfach überwachungsmäßig extrem ist. Aber auch nachträglich, wenn die Polizei oder durchaus mit legitimen Methoden, also Motiven, sie wollen jemanden suchen, der was getan hat, dann halt massenweise Videomaterial durchsucht, dann durchsuchen, also dann vermessen sie natürlich auch alle anderen Leute in diesen Videos oder wenn sie Smartphones spiegeln und dann vermessen sie ja alle Leute auf diesen Ferienfotos und nicht nur die beschuldigte Person. Und ich glaube, da ist der Diskurs noch nicht so weit, dass erkannt wird, dass auch das ein Risiko ist und dass auch das ein Grundrechtseingriff ist, dass es nicht nur um den Straftäter geht oder den Schwerkriminellen, den wir jetzt hier schützen wollen, sondern dass es darum geht, alle Drittbeteiligten einfach zu schützen vor dieser Technologie. Und deshalb auch nachträglich ganz klar ein schwerer Grundrechtseingriff bräuchte genauso eine klare gesetzliche Grundlage. Gibt es nicht, dass es die Polizei trotzdem macht, ist rechtsstaatlich ein Ärger, finde ich, auch für das Vertrauen in die Behörden. Ich finde, sie müssten kommen und sagen, wir wollen das, wir sehen Ermittlungspotenzial, wir wollen das nutzen, hier und hier ist ein Rechtsetzungsvorschlag. Und dann hätte ich ein Grundvertrauen in die Polizei, dass sie eigentlich ihre Grenzen kennt. Aber wir machen einfach mal, und es ist leider so, und dann ist eigentlich die Politik vor vollendete Tatsachen gestellt und dann müssen wir eigentlich die Bad Guys sein, die nach ihnen das wieder wegnehmen. Das ist schon nicht eigentlich, wie es in einer Demokratie laufen sollte. Okay. So noch ergänzen. Ja, viel gibt es, glaube ich, nicht, aber vielleicht ist dann die Frage, was ist dann die richtige Strategie, wenn man so, wenn man die Situation sieht, wo sie es trotzdem einsetzen, obwohl sie jetzt nicht wirklich nicht die Grundlagen haben dafür und ob vielleicht eine Strategie ist, dann wirklich so also Rechenschaft zu erzielen, also wirklich dann auch vor Gericht zu gehen und zu sagen, hey, warum macht ihr das, wenn das nicht, ihr könnt das nicht. Klar ist es auch sehr viel dann Arbeit, aber ich glaube, ist auch für die Zivilgesellschaft vielleicht einen gangbaren Weg, also neben auch die ganze politische Diskussion, die sowieso stattfinden muss oder wird, aber dass wir da auch mehr auf die Einsätze dann zielen oder die Einsätze anschauen. Okay, also es wird einen Unterschied geben, auch in der politischen Diskussion über beispielsweise Echtzeitgesichtsüberwachung, die du als schwersten Eingriff sehen würdest, oder dann solche Modelle, die bereits jetzt mehr oder weniger angewendet werden, die sie Gesichtsabgleich nennen, aber die natürlich auch eine automatische Gesichtserkennung ist. Wie siehst du die Perspektiven jetzt in der Diskussion im Parlament? Schaffen wir es vielleicht noch, diese Echtzeiterkennung zu verhindern, aber nicht diese Modelle, die jetzt quasi schon angewendet werden? Wird das auf eine Legalisierung herauslaufen, diese Diskussion? Wie schätzt du das ein? Und welche Art von Diskussion müssen wir führen? Welche Argumente wirken im Parlament, damit wir möglichst strikte Linien hinkriegen?
Das sind große Fragen. Ja, also zunächst muss man sagen, das neue Parlament ist erst gerade quasi jetzt in Betrieb genommen worden und es macht mich nicht gerade optimistisch, nachdem wir in der letzten Sessionswoche ja auch sehr viele Entscheide schon getroffen haben, die jetzt nicht gerade in meinem Sinne sind, wenn man das so sagen darf. Also es ist natürlich immer schwierig, vorherzusagen, wie sich ein Parlament verhält. Ich denke, eine große Schwierigkeit, die wir jetzt noch nicht angesprochen haben, ist natürlich, wenn die Privaten Möglichkeiten haben. Also wenn man dann sagt, ja gut, aber du kannst ja das selber machen auf deinem Handy oder mit Google-Bildererkennung und sowieso soll das die Polizei nicht dürfen, wenn ein Vergewaltiger unterwegs ist. Oder so wird dann die Debatte geführt. Oder grundsätzlich ist es so, die Grundrechtsdebatte ist im Parlament sehr schwierig zu führen. Also es gibt keine Sensibilität für den Schutz der Grundrechte. Es geht eigentlich immer nur um Sicherheit und es geht immer darum, dass man der Polizei möglichst viele Möglichkeiten geben will, die Sicherheit zu gewährleisten. Also diese Kritik oder diese ein bisschen, sagen wir, skeptische Haltung gegenüber dem Machtmonopol der Polizei, die ist im Parlament nicht vorherrschend. Also darum würde ich sagen, eben braucht es diesen zivilgesellschaftlichen Druck von außen. Aber was mich so ein bisschen optimistischer stimmt, ist beispielsweise, wir hatten ja diese Geschichte mit der SBB, oder? Wo, ich glaube, das war der K-Tipp oder irgendeine Konsumentenzeitschrift ja postuliert hat, dass die SBB Bildüberwachungskameras installiert. Es hat sich dann herausgestellt, dass das nicht ganz richtig ist. Das sind nur Bewegungsdaten, die aufgezeichnet werden, aber die Kameras könnten das, oder? Und dort gab es ja dann doch eine sehr vehemente öffentliche Debatte, auch im Parlament, also breit abgestützt. Und das hat mich dann wieder ein bisschen optimistisch gestimmt. Also ich habe dann doch gedacht, ja gut, aber das geht dann den Leuten zu viel und zu weit. Und ich kann vielleicht auch noch eine kleine Anekdote erzählen. Also ich habe wirklich versucht zu argumentieren mit diesen eingeschränkten Grundrechten. Da bin ich überhaupt nicht irgendwie auf offene Ohren gestoßen bei meinen Kolleginnen und Kollegen, vor allem aus den bürgerlichen Parteien. Und dann plötzlich habe ich dieses Beispiel gebracht, dieser Aargauer Kantonspolizei, die Autonummern abgeglichen hat, automatisiert. Und dann war dann wirklich, also das geht ja schon gar nicht. Also ich denke, wir müssen die Aufgabe der Kampagne und von uns ist das zu übersetzen in eine persönliche Realität der Personen. Also zu zeigen, was heißt es für deinen persönlichen Alltag, wie könntest du persönlich dadurch eingeschränkt werden? Und das ist also quasi die Übersetzungsarbeit zu leisten. Okay, vielen Dank. Möchtest du noch etwas zum SBB-Beispiel sagen? Estelle, oder? Ja, kann ich gern. Also was ich da spannend finde, ist eigentlich auch vielleicht die Schwierigkeit von der Debatte, dass es so ganz unterschiedliche Anwendungen sind und man spricht von unterschiedlichen Sachen und zum Beispiel bei der SBB, im SBB-Fall, was es dann eigentlich ist oder war ein Plan, um wirklich so eine Kategorisierung zu machen von den Leuten, also die im Bahnhof waren, nach Geschlecht, Alter und Größe, also eine Art biometrische Kategorisierung. Es ist nicht eine Identifizierung von wer die Personen ist per se oder mit wirklich einem Namen, aber wirklich diese Auswertung von biometrischen Merkmale trotzdem. Und in der Debatte ging es dann sehr schnell, SBB macht auch Gesichtserkennung. Und dann ist diese Schwierigkeit auch zu erklären, was ist wann und wie und wie wird es eingesetzt. Und wir sehen auch, dass es also neben auch diese SBB-Geschichte auch Projekte für die Fußballstadien gibt, wo man auch eine Art von Gesichtserkennung einsetzen möchte gegen Hooliganismus. Da weiß man auch noch nicht ganz, ist das Identifizierung, wo man wirklich die Namen von Personen wissen will, oder ist es wie beim Flughafen, wo man einfach zwei Bilder vergleicht, ohne dass es mit einer Datenbank wirklich verlinkt wird. Also ja, es sind ganz unterschiedliche Anwendungen im Raum und das macht, glaube ich, die Diskussion noch auch ein bisschen schwieriger. Vielleicht darf ich kurz von dir, Monika Simler, die Einschätzung haben,
von diesem Modell, was sie erwähnt hat, das in den Fußballstadien. Also das ist dieses Kaskadenmodell, das vom KKJPD zusammen mit den Fußballclubs entwickelt wurde, um eben Gewalt in den Stadien zu verhindern. Und das basiert auf 5 Stufen, Eskalationsstufen. Und bereits in der 2. Stufe, also einer sehr tiefen Ebene der Eskalation, soll dann am Eingang eben Gesichtserkennungstechnologie eingesetzt werden, um Leute zu identifizieren. So ungefähr ist der Stand, was wir wissen davon. Wäre das legal? Dürften Private das tun? Oder ja, wo stehen wir da? Also ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil ich da die genauen Vorschläge nicht kenne. Ich weiß einfach im europäischen Recht, dass es schon mal Urteile dazu gab, wo man das als unrechtmäßig klassifiziert hat, wirklich da Fußballstadien. Aber da ging es auch darum, wirklich das Publikum so zu überwachen. Und das wurde als sehr schwerwiegender Eingriff klassifiziert. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, oder ich, wahrscheinlich würden sie es ja mit einer Einwilligung lösen. Du willst ja zum Fußball. Dann musst du halt einwilligen, dass du, und das sind dann halt wie so oft im Datenschutz, oder? Wir, das Klicken ja, genau, der Webseite. Wir willigen halt in viel ein, weil wir etwas wollen. Und ich denke, wenn sie das so lösen, dann haben wir wenig auszurichten. Gleichzeitig ist es ein schönes Beispiel, wie auch die automatisierte Fahrzeugüberwachung. Das ist so handfest. Man kann den Leuten anhand dieser Beispiele gut erklären, was denn auch die Risiken sind. Und da jetzt eben geht es zwar wieder um Sicherheit, aber ich fand auch das SBB-Beispiel, das haben die Leute nicht vertragen, aus kommerziellen Zwecken zu überwachen. Da war eine ganz andere Sensitivität und ich glaube, da kann man auch nutzen. Ich höre oft auch bei dieser Kampagne, ja, warum denn dem Staat alles verbieten, währenddem die Privaten alles dürfen? Und das ist der Standardsatz. Und er ist tatsächlich etwas schwierig zu beantworten. Weil ja, warum konnte der Journalist diese RAF-Terroristin suchen so und die Polizei nicht? Das ist keine angenehme Frage, die uns da gestellt wird. Und da ist auch die Frage, ob wir Gesichtserkennungstechnologie auch etwas umfassender, jetzt nicht nur im öffentlichen Recht, nicht nur in Bezug auf Grundrechte, sondern auch die private Überwachung vielleicht mehr einbeziehen müssten, um so das gesamtgesellschaftliche Risiko aufzuzeigen und nicht nur die böse Polizei, die jetzt da so PIMAIS vielleicht nutzt, sondern eigentlich alle Privaten, die auch diese Möglichkeiten haben. Okay, vielen Dank. Wir machen eine letzte kurze Abschlussfrage, damit wir noch Zeit haben, dann für Fragen und Diskussion mit dem Publikum. Wir haben jetzt gesehen, also es wird ziemlich komplex. Wir werden für ein Verbot kämpfen, sicher auf nationaler Ebene, aber wir riskieren auch wieder einen Schweizer Käse zu erhalten. Plus es gibt noch die Privaten, es gibt dann andere Anwendungen. Wie können wir irgendwie am besten rote Linien schaffen in den nächsten Jahren, um möglichst viel von diesen Risiken und Gefahren zu begrenzen? Aus eurer Perspektive, gibt es eine Anregung, die ihr uns auf den Weg geben könnt oder die wir uns, sollen wir uns an die quasi, wir haben die Fußballfans gehört als Verbündete mögliche oder die SBB-Kundinnen und so weiter. Wie sollen wir arbeiten, um rote Linien zu setzen? Eine kurze Abschlussrunde. ja, ich glaube, das Erste ist wahrscheinlich schon Transparenz zu schaffen, weil oft ist es wirklich noch eine Blackbox. Wir wissen gar nicht, wo Systeme eingesetzt werden, sei es von Privaten oder vom Staat. Und ich glaube, das ist, also wir müssen alle diese Fälle sichtbar machen, damit man auch wirklich eine gesellschaftliche Diskussion führen kann, um was geht es und wo wird es eingesetzt, etc. Und dann ist ja diese schwierige Frage, diesen Spannungsfeld, wo ich eigentlich noch keine richtige Antwort hätte. Sonst, aber wahrscheinlich ist es auch ein bisschen von alles, könnte auch ein bisschen die Lösung sein. Wie gesagt, politisch läuft es sowieso, man sieht es in den Kantonen, aber in den Städten, aber wahrscheinlich auch bald im Parlament, auf Bundesebene und gleichzeitig diese Rechenschaftspflicht einfordern, also wirklich schauen, wo wird es eingesetzt und dann Verantwortung anfragen, vielleicht eine Mischung von alles.
Ja, ich glaube, die Rolle der Zivilgesellschaft ist es hier wirklich sehr, sehr kritisch zu bleiben und auch immer auf dieses Missbrauchsrisiko aufmerksam zu machen. Es wird dann schnell genug gehen, dass wir Kompromisse diskutieren müssen und sagen müssen, vielleicht gibt es wirklich in der Strafverfolgung einen kleinen Anwendungsbereich, den müssen wir irgendwie zulassen. Aber so muss man ja nicht starten. Man startet mal grundsätzlich damit, dass wir es eigentlich wirklich sehr, sehr kritisch sehen. Und ich denke schon auch, wenn wir die Gesichtserkennung irgendwann einsetzen müssen, dann wird ja auch die Begleitung dieser Maßnahmen, wirklich auch die Aufklärung, was darf man, welche Technologie, eben ist jetzt die SBB, ist das Gesichtserkennung oder nicht? Und da sehe ich auch die Rolle eigentlich von auch der digitalen Gesellschaft, da wirklich dann dran zu bleiben und ganz genau auch zu nehmen, was jetzt wirklich zum Einsatz kommt und was nicht. Ja, das ist eine schwierige Frage. Also ich denke, was wir auf jeden Fall vermeiden müssen, ist, dass es eben diese schleichende Einführung gibt. Und ich denke, Ausdruck dieser Smart-Vote-Frage, die du angedeutet hast, war ja auch, dass die Leute, wenn sie das erste Mal hören, Gesichtserkennung, dann denken sie nein. Oder dann denken sie China und die überwachten Straßenkreuzungen, dann denken sie nein. Oder? Und dann kommt aber Fedpol und sagt, ja, aber wir brauchen das, weil und so. Und dann bröckelt dieser Widerstand. Oder? Und ich denke, das ist eine Arbeit, die ja eben zusammenhängt mit dieser schleichenden Einführung, dass jede Person das privat machen kann auf ihrem Computer, dass die Kantonspolizeien das schon machen, dass die künstliche Intelligenz sowieso schon omnipräsent ist. Und darum habe ich schon das Gefühl, lieber schneller als langsamer wirklich auch diese Kampagne zu führen, auf allen Ebenen und den Druck von außen nicht vergessen. Vielen Dank euch allen. Ich glaube, wir können jetzt eröffnen für Fragen aus dem Publikum. Ihr habt es auch schon gehört, ihr könnt euch alle an dieser Kampagne beteiligen. Wenn ihr in Städten oder Kantonen lebt, die noch keine Diskussion führen über ein Verbot, dann bringt das ein, regt das an. Ihr könnt auch die Beratung von uns haben. Das wurde bereits eben in 8 Kantonen und Städten gemacht. Voilà. Und es gibt sicher noch andere Möglichkeiten. Figi, ich gebe dir das Wort. Danke. Ich denke, wir sind uns einig, diese Technologie kann sehr schwer in die Grundrechte eingreifen, sind große Risiken dabei und ein großes Missbrauchspotenzial. Ihr habt das am Anfang gesagt. Ich bewege mich dann wahrscheinlich nicht unbefangen in der Öffentlichkeit, wenn ich weiß, dass die Bilder noch so genutzt werden. Und es ist ja, wir haben uns ja mehr oder weniger daran gewöhnt, dass es überall Bilder gibt. Videoüberwachung im öffentlichen Raum, unsere Fotos für Pass und ID sind digital, sonst gibt es viel Material bei den Behörden, auf Social Media und so weiter. Wenn jetzt das mit automatischer Gesichtserkennung ausgewertet werden kann, kommen wir in ganz andere Dimensionen. Ich will das Beispiel mit dem RAF-Mitglied noch ein bisschen variieren. Nehmen wir mal an, diese alten Fotos, die wir kennen, die würden von Banküberfällen oder sonstigen Aufnahmen, die man gemacht hat, damals stammen, aber man hätte bis heute nicht gewusst, wer das ist. Und dann wären Journalistinnen und Journalisten oder vielleicht auch die Polizei hingegangen und hätte mit automatischer Gesichtserkennung versucht herauszufinden, wer ist das? Das kann dann sein, dass eine Frau identifiziert wird und muss dann erklären, wo sie Jahrzehnte vorher war, muss so ihre Unschuld beweisen. Einfach als Beispiel. Vor diesem Hintergrund finde ich es ein bisschen tückisch, wenn man zu sehr auf dem Thema der gesetzlichen Grundlage herumreitet. Meine Meinung ist, dass von wenigen Ausnahmen abgesehen, zum Beispiel wenn ich im Flughafen durch eine Schleuse laufe und halte meine ID hin, dann wird überprüft, bin ich das, dann werden die Bilder wieder gespült, damit könnte ich leben. Aber grundsätzlich finde ich, die Eingriffe sind so weit, das darf nicht zulässig sein, auch nicht, wenn es eine gesetzliche Grundlage gibt. Ähnlich oder vielleicht erst recht wie bei der Vorratsdatenspeicherung, wo zumindest der EuGH sagt, das geht einfach nicht, weil es anlasslos ist. Und das wäre es da auch, wie ihr gesagt habt. Es würden dann ja sehr viele Bilder von sehr vielen Personen ausgewertet. Was meint ihr dazu?
Ja, also ich glaube, das ist jetzt wirklich, dieses RAF-Beispiel ist gut, weil das ist natürlich, also die Pro-Kampagne könnte man nicht besser forcieren. Und es ist tatsächlich aufzuzeigen von unserer Seite her, dass das ja jetzt auch, ich meine, manchmal macht auch die Schweizer Polizei so Fahndungsaufrufe oder sie darf die Bevölkerung um Mitwirkung bitten. Sieht man manchmal Fotos von irgendwelchen Schlägereien oder so. Also ab jetzt motivierte Bürgerinnen und Bürger können das ja einfach in PIMAIS einspeisen, oder? Also zur Mitwirkung aufgefordert. Die Polizei darf nicht, aber wir dürfen. Das heißt, dann kommt dann alles. Oder man kann auch in den sozialen Medien einfach etwas recherchieren gehen, auch als Privatperson, ein bisschen helfen. Also auch private Ermittlungen. Wir hatten das da beim Sturm aufs Kapitol, haben sehr viele Private auch mitgeholfen, die Täter zu identifizieren. Das könnte auch wirklich zu einer paradoxen Situation führen, dass die Polizei mehr auf private Mitwirkung setzt, weil man da so viel darf. Und da kommen wir auch nicht, da geht es dann auch nicht mehr nur um Gesichtserkennung, sondern auch, wir sprechen von Open-Source-Ermittlungen. Was darf ich überhaupt als Privatperson und aber auch als Polizei? Oder ist der neueste Trend? Man findet ja so viel im Netz offen. Und bis jetzt galt immer, ja, so was ich offen finde, das kann ich machen. Also selber schuld. Man hat es ja hochgeladen, was ja natürlich nicht immer stimmt. Ganz oft haben wir nicht das selber ein, also dass jetzt an dieser Konferenz wir selber entscheiden, ob wir auf dem Foto sind oder nicht, ist ja die Ausnahme von der Regel. Und ich glaube, da kommen wir irgendwo auch mit den Weiten des nicht vergessenden Internets, werden wir da konfrontiert. Deshalb, ja, wahrscheinlich ist es dann nicht nur eine Debatte über Gesichtserkennung. Das stimmt. So. Jetzt habe ich ein bisschen ausgeholt. Nein, es geht, danke vielmals. Ja, es wirft viele Fragen auf. Vielen Dank. Ja, eine kurze Frage zum, was ist der Raum, wo wir sprechen? Also beim öffentlichen Raum ist klar, Straße, Bahnhof vermutlich auch, aber was ist mit so halbprivaten öffentlichen Räumen wie ein Einkaufszentrum, ein Schwimmbad, was auch immer, und dann natürlich das Internet. Also die Verbotsinitiative, was deckt die ab in eurer Sicht? Esther, möchtest du darauf antworten? Ja, also als öffentlichen zugänglichen Raum sind alle, ich muss jetzt die Definition wieder gut finden auf Deutsch, aber alle Räume, wo man Zugang hat, ohne dass man ein Erlaubnis haben muss. Ich bin ganz nicht mehr. Ja, ist gut. Danke. Und von dem her passen ja auch Bahnhöfe drin. Es war noch spannend beim SBB. Dabei bei der SBB-Diskussion gab es dann sehr viel über diese Frage, was sind eigentlich die Bahnhöfe? Weil es ist ganz unterschiedlich von einem Kanton zu einem anderen oder von einer Stadt zu einem anderen. Ist es eigentlich Privatboden? Gibt es trotzdem so ein Durchgangrecht oder ist der Durchgang trotzdem von der Gemeinde? Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig zu sagen, es ist nicht nur öffentlicher Raum, weil der Bahnhof da in diesem Fall nicht immer öffentlichen Raum zu verstehen, vielleicht wäre gesetzlich, aber dass man dann wirklich sagt, öffentlichen Zugang, zugänglichen Raum. Ja. Vielen Dank. Bei der Schwere des Grundrechtseingriffs ist da wirklich ausschlaggebend, ob es Echtzeit ist oder nicht. Ist nicht viel ausschlaggebender, welche Bildquellen einbezogen werden und ob es dafür jeweils einen Anlass gibt. Weil ich denke, wenn beide Seiten des Vergleichs Bilder sind, bei denen es einen Anlass gibt, sagt man zum Beispiel, wenn man ein Fahndungsbild abgleicht mit einem Bild einer Überwachung eines tatsächlich schon gesichert stattgefundenen Straftatbestandes, dann habe ich das Gefühl, ist das viel weniger heikel, als wenn eine von oder beide Seiten anlasslose Quellen dabei haben, wie ganz Social Media oder eben Überwachungsbilder aus dem öffentlichen Raum? Ja, also grundsätzlich ist wie zu sagen, immer dann, wenn, also wenn man biometrisch vermisst, ist es immer ein schwerer Grundrechtseingriff, weil es dient der Identifikation, es ist eigentlich wie früher, also Fingerabdrücke, es geht darum, jemanden zu identifizieren. Das heißt, es ist immer ein schwerer Grundrechtseingriff, es braucht immer eine gesetzliche Grundlage. Aber dann ist natürlich schon die Diskussion, dann innerhalb dieses schweren Grundrechtseingriffs gibt es dann noch verschiedene Kriterien, die man sagt, die machen es noch schwerwiegender. Man sagt, in der Tendenz Echtzeit ist schwerer als nachträglich. Dann kommen eben die Abgleichsdaten, spielen eine Rolle. Also werde ich das jetzt mit dem Internet abgleichen, das ist sehr invasiv. Wenn ich es mit einer Polizeidatenbank, wo nur schon, wobei in der Schweiz sind 1 Million Leute in dieser Polizeidatenbank, also schon fast jeder Achte, es ist dann schon, also man
ist offenbar noch schnell da drin. Aber das wäre immerhin schon ein begrenzter Kreis. Also hier auch, mit was gleicht man ab? Und dann klar, zu welchem Zweck? Wobei die Frage, welcher Zweck, dann eher eine Frage ist, wenn es, oder diese Verbote jetzt in den Städten, geht es um eigentlich präventive Überwachung. Deshalb ist es auch kantonales Recht. Wenn es im Strafverfahren ist, ist es Bundesrecht. Also da geht es dann eher auch darum, wo die Rechtsgrundlage zu sein hat und nicht so sehr, es kann beides sehr invasiv sein, auch wenn man zu Strafverfolgungszwecken mal alle, von allen eine DNA-Probe nimmt, so Massen-DNA, das gibt es ja, dann ist es auch hochinvasiv, auch wenn der Zweck Strafverfolgung ist. Also ich würde jetzt nicht sagen, also der Zweck heiligt nicht die Mittel, aber es stimmt, es kommt nicht nur auf Echtzeit oder nachträglich drauf an. Ja, mir geht es jetzt hier weniger um den Zweck als um den Anlass, dass eben für jede Bildquelle, die einfließt, ein Anlass für genau dieses Bild quasi gegeben sein müsste. Entschuldigung, darf ich hier abbrechen? Wir haben noch eine kurze Frage möglich und dann müssen wir zu Ende kommen. Danke. Sorry. Ja, vielen Dank für diese Kampagne. Was ich bei dem Thema noch sehr, sehr wichtig finde, ist, dass man sich bewusst sein muss, dass wir schon seit Jahren performante Iris-Scanner haben, die auch auf Distanz funktionieren, dass man auch theoretisch über die Ohrmuschel Leute erkennen kann oder auch allein schon im Gang. Und keine Frage von mir, aber ich denke, es wäre sehr wichtig, wenn es dann um die konkreten politischen und juristischen Forderungen geht, dass man sich nicht auf Gesichtserkennung beschränkt, sondern direkt biometrische Erkennung im öffentlichen Raum muss verboten sein. Ja. Das ist auch der Fall bei unserer Kampagne. Wir sprechen in der öffentlichen Kommunikation jeweils von Gesichtserkennung, weil das ein bisschen leichter verständlich ist. Aber in unseren quasi Forderungen ist die biometrische Massenüberwachung jeweils drin. Gut, herzlichen Dank, dass ihr gekommen seid. Ich fand es sehr interessant und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Es geht weiter im Programm, glaube ich, um eins in diesem Fall. Vielen Dank.